Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und einem kleinen Update zu meiner Challenge, die Rache des Sub. Ihr bekommt die nächste reguläre Folge erst im April und weil meine Leseliste voll ist bis Ende Juni, will ich euch kurz mitteilen, wie es denn so läuft. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, ich habe mir direkt einige Neuzugänge aus mehreren Monaten angeguckt und all die ungelesenen Bücher sind natürlich auf meine Leseliste gewandert. Ich habe aber auch einiges von meinem uralten Sub gezogen, das jetzt gelesen werden möchte. Und da es das letzte Update im Dezember gab, starten wir direkt mit dem Januar. Da hatte ich nämlich noch zwei Bücher offen aus dem Oktober 2019, die also bis dahin noch ungelesen waren. Das war zum einen Heimatland sowie Vergesst unsere Namen nicht. Das waren zwei Titel, die ich auf der Frankfurter Buchmesse 2019 gekauft oder bekommen habe. Zwei norwegische Titel, die ich beide abgebrochen habe. Ich habe sie also im Januar angefangen zu lesen und dann in beiden Fällen entschieden, dass sie mich nicht genug begeistern, als dass ich sie beenden möchte. Falls ihr die genauen Gründe hören wollt, dann schaut sehr gerne meinem Lesemonat Januar vorbei, da habe ich darüber gesprochen. Das heißt aber auch, dass ich den Januar damit ganz gut abgeschlossen habe, also von zwei zu lesenden Büchern habe ich zwei abgebrochen und demnach auch aussortiert, die sind also von meinem Sub runter. Ich bin grundsätzlich traurig darüber, dass sie mich nicht begeistern konnten, aber es hat schon seinen Grund, weswegen diese beiden Titel am längsten liegen geblieben sind. Ich hatte nie so akute Lust auf die beiden und am Ende hat sich dieses Gefühl auch bewahrheitet. Sie waren nicht das Richtige für mich. Die anderen Bücher, die ich im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2019 mitgenommen habe, sind gelesen und demnach, ja, waren das jetzt die zwei Überbleibsel. Und die habe ich letztlich noch nicht mal beendet. Aber auch hier hat die Challenge eben den Vorteil, dass ich sie mir zumindest einmal zur Hand nehmen muss und dann eine Entscheidung treffe und sie am Ende nicht noch weitere Monate ungelesen bei mir herumstehen. Die sind also runter von meinem Sub. Und für den Februar habe ich genau null Bücher zu lesen gehabt. Also da war nichts mehr ungelesen und ich habe auch nichts gezogen von meinem uralten Sub. Das heißt, den Februar können wir direkt mal überspringen. Ihr werdet euch aber vielleicht aus meinem Lesemonat Januar erinnern, dass ich einen Titel gelesen habe, den ich eigentlich für März hätte lesen müssen. Und zwar war das Lady Susan von Jane Austen. Und da hatte ich irgendwie zu Jahresbeginn so große Lust auf Jane Austen Bücher, dass ich das einfach vorgezogen und zwei Monate früher schon gelesen habe. Das ist also schon abgehakt. Und der zweite Titel, den ich ebenfalls bis spätestens Ende März lesen muss für meine Challenge, ist Die Odyssee von Homer. Das ist also nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich habe das Buch hier. Wir haben März. Ihr geht also davon aus, dass ich es begonnen habe oder gerade lese. Und das ist auch der Fall, wie ihr seht. Also ich bin gerade auf Seite 154. Ich stecke also im neunten Gesang und ich kann nicht behaupten, dass ich mich jeden Tag darauf freue, in diesem Buch zu lesen. Ich zwinge mich ein wenig dazu, bin ich ganz ehrlich. Es ist einfach nicht meine Art von Geschichte. Es ist natürlich so ein Werk, wenn man sich für Literaturgeschichte interessiert, für die Antike, dann ist das eine Pflichtlektüre. Ich nehme auch an, dass das im Germanistikstudium eine Pflichtlektüre ist. Und ich kann natürlich auch anerkennen, dass dieses Stück Literatur bis heute eine große Bedeutung hat. Allerdings heißt das nicht zwangsläufig, dass man das genießen muss beim Lesen. Und mir geht es eben so, dass mich das überhaupt nicht packen kann. Ich glaube auch nicht, dass ich es unbedingt lesen muss, um in modernen Werken Referenzen auf dieses Werk zu entdecken. Also ich glaube, dieses ganze Thema, die Odyssee von Odysseus und inwiefern sich dieses Heldenepos auch in modernen Geschichten immer mal wiederfindet. Ich glaube, dafür muss man es tatsächlich nicht selber gelesen haben. Also es gibt da schon so ein gewisses Allgemeinwissen über die Geschichte und ich habe bisher auf den 150 Seiten jetzt noch nicht so viel mehr gefunden als das, was ich eh schon wusste. Natürlich lese ich es jetzt und könnte am Ende sagen, ich habe die Odyssee gelesen, aber von diesen Gedanken bin ich mittlerweile ab, also dass ich mir auf sowas etwas einbilde. Ich muss wirklich Spaß an Lesen haben und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich mittlerweile auch bereit, Klassiker abzubrechen, ohne schlechtes Gewissen. Es ist jetzt so, dass die ersten paar Gesänge auch noch gar nichts mit Odysseus zu tun hatten. Ich glaube, im sechsten Gesang begann eigentlich die Geschichte rund um Odysseus und jetzt gerade bin ich im neunten Gesang und da spricht er quasi rückblickend über all die Geschehnisse, die ihm widerfahren sind. Und soweit ich informiert bin, ist das auch der Teil, der als erstes stand und dann hat Homer eben den ganzen Rest noch drumherum geschrieben. Ich will jetzt also einfach für mich
diesen Kern der Odyssee gerne lesen. Das geht noch bis zum 12. Gesang. Also ich bin jetzt gerade im 9., dann müsste ich den 12. noch komplett lesen. Das sind jetzt wahrscheinlich noch so knapp 100 Seiten. Und ich glaube, dann breche ich es auch ab. Also wenn ich danach nicht Feuer und Flamme bin und unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht, dann werde ich das Ganze an dem Punkt abbrechen, schreibe mir die Seiten runter, die ich darin gelesen habe, und dann ist das auch okay für mich. Dann habe ich zumindest den Kern der Odyssee einmal gelesen, aber ich genieße es wirklich nicht. Ich höre immer wieder auch von jüngeren Lesern, dass man die Odyssee auch heute noch gut lesen kann, dass es weiterhin eine tolle Abenteuergeschichte ist und so weiter. Ich persönlich kann das aber zumindest für mich nicht behaupten. Ich finde auch, dass sie leicht lesbar ist. Das ist gar nicht das Problem. Man versteht sehr gut, worum es hier geht und was beschrieben wird. Aber die Art und Weise ist überhaupt nichts, was meinen Geschmack trifft. Das ist sicherlich der Verserzählung und dem Ursprung geschuldet. Die Art, wie diese Abenteuergeschichte erzählt wird, wie die Figuren beschrieben werden und wie hier drin kommuniziert und erzählt wird. Also diese großen Reden, die jeder Einzelne hier drin schwingt. Die Art und Weise, wie Odysseus beschrieben ist als der gottgleiche, mutige, starke, kluge und verständige, das ist mir alles ein bisschen zu weit weg. Also ich glaube, das kann ich einfach als moderne Leserin in der heutigen Zeit nicht mehr so genießen, und ich habe eben nicht diesen wissenschaftlichen Anspruch, das jetzt in Gänze auseinanderzunehmen und den Ursprung der Literatur zu verstehen. Und so gibt mir das Buch gerade gar nichts, außer dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, eine Wissenslücke zu schließen oder meine Allgemeinbildung zu verbessern. Ich nehme also an, dass ich das Buch nicht beenden werde, dass ihr das im Lesemonat März dann auch seht als ein abgebrochenes Buch. Ich werde den bis zum 12. Gesang jetzt noch einschließlich lesen, damit ich die Odyssee im Kern einmal gelesen habe. Aber danach breche ich dieses Buch ab und ich werde mir auch nicht nochmal vornehmen, so historische, altertümliche Literatur zu lesen, weil es, glaube ich, einfach nicht meinen Geschmack trifft. Das gestehe ich mir an dieser Stelle ein, und ich schätze, wenn ich einen anderen Zugang zu Literatur hätte, also einfach aus einem wissenschaftlichen Blickwinkel heraus, dann hätte ich das vielleicht auch mehr genießen können, hätte ich vielleicht auch Werkzeuge gehabt, um das durchzuanalysieren, aber das ist gar nicht der Grund, weswegen ich lese, und deswegen, ja, war das so eine Aufgabe. Ich bin ganz froh, dass ich das jetzt durch die Challenge einfach in meiner Leseliste hatte, ansonsten wäre das noch Monate oder Jahre, hätte das weiter in meinem Regal gestanden und wäre nicht angerührt worden. Jetzt habe ich es gerade auf dem Nachttisch liegen, lese es gerade und stelle einfach fest, dass das nicht mein Ding ist und ich mir da in Zukunft auch dreimal überlegen werde, ob ich nochmal sowas Ähnliches in mein Regal stelle, weil ich lese es sowieso dann irgendwie ewig nicht, und wenn ich es lese, ist es noch nicht mal die Erleuchtung. Von daher reicht mir, glaube ich, in dieser Art der Literatur eine Zusammenfassung des Inhalts plus eine Einschätzung von der Relevanz für die Literatur im Allgemeinen. Also was ist daraus entstanden, welche Motive oder wie auch immer kommen dann in moderner Literatur vor, die hier ihren Ursprung haben. Also ich glaube, das ist eher dann die Herangehensweise, die mir etwas bringt, um es in den Kontext setzen zu können. Aber das Original, in Anführungsstrichen, muss ich dafür nicht gelesen haben. Und damit kommen wir zu den Büchern, die ich bis spätestens Ende April zu lesen habe. Das ist zum einen 12 Years a Slave von Solomon Northup sowie Effie Briest von Theodor Fontane. Zu 12 Years a Slave kann ich sagen, dass ich das gerade begonnen habe und schon sehr gut in die Geschichte reinkam. Ich freue mich, das jetzt an diesem Wochenende zu lesen, und ich hoffe auch, dass ich es an diesem Wochenende schaffe, es auszulesen. Ich habe nämlich auch am Montag noch frei und demnach ausreichend Zeit dafür, und ich finde die Geschichte einfach beeindruckend, und das merke ich schon direkt jetzt zu Beginn. Solomon Northup, also der Autor, wird 1808 in Freiheit geboren, verbringt dann mehr als 30 Jahre in Freiheit und wird dann entführt und in die Sklaverei verkauft, wo er dann 12 Jahre eben in Gefangenschaft lebte, bis er befreit wurde. Und er berichtet jetzt rückblickend genau über diese Zeit der Gefangenschaft. Natürlich geht er kurz darauf ein, wie es dazu kommen konnte, aber es geht ihm im Kern darum, diese 12 Jahre möglichst authentisch zu erzählen, damit andere ein Bild davon bekommen, was es bedeutet, in der Sklaverei zu leben. Und ich finde, das ist nochmal so eine ganz besondere Sicht auf die Zeit der Sklaverei in den USA, weil meistens geht es ja dann doch um Betroffene und Familien, die wirklich immer in Sklaverei gelebt haben. Und in diesem Fall jetzt jemand, der eigentlich frei geboren wurde, 30 Jahre in Freiheit lebte, eine Familie gegründet hat und dann nochmal in die Sklaverei kam. Das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte, und ich bin
äußerst gespannt, was mich da noch erwartet, kann aber bisher schon mal sagen, dass es mir sehr gut gefällt und ich mir gar keine Sorgen mache, dass ich das nicht bis Ende April schaffen könnte. Ich gehe also eher davon aus, dass ich das jetzt im März noch beenden werde und ich habe mir fest vorgenommen, mir danach auch die Verfilmung dazu anzuschauen. Ja, und das zweite Buch für Ende April ist Effi Briest von Theodor Fontane und dazu habe ich euch erst vor wenigen Tagen ein Video hochgeladen, bei dem ich euch anbiete, dass ihr das mit mir gemeinsam lesen könnt. Ich habe mir das für den April vorgenommen, will das also gar nicht vorher lesen. Ich möchte am 1. April damit starten und dann ja irgendwie nach 10 bis 14 Tagen damit durch sein. Und ihr könnt mich dabei gerne begleiten, mitmachen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir den gemeinsamen Austausch haben. Ich verlinke euch das entsprechende Video nochmal hier oben in der Infokarte. Dann könnt ihr da vorbeischauen und euch gerne bei der Leserunde anmelden. Es ist hoffentlich noch ausreichend Zeit, wenn ihr dieses Video seht, dass ihr euch das Buch besorgen könnt, ausleihen, wie auch immer, und dann mitmachen könnt. Ich habe das Ganze dann schon in Leseabschnitte unterteilt und freue mich einfach auf den Austausch mit euch. Bisher war das gerade bei Klassikern immer super schön, weil immer jemand dabei war, der sich schon etwas intensiver mit dem Werk auseinandergesetzt hat, noch Hintergründe zur Biografie, in dem Fall des Autors, geben kann. Und aus dem Grund freue ich mich schon richtig darauf. Ich finde, gerade bei Klassikern machen diese Leserunden besonders viel Spaß. Also falls ihr Effi Briest schon immer mal lesen wolltet oder es bei euch ebenfalls auf dem Sub liegt, dann macht doch gerne mit bei der Leserunde. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und damit war es das eigentlich auch schon von diesem Update-Video. Ich habe zwar jeweils noch zwei Bücher für Mai und Juni auf meiner Leseliste, habe bei denen aber noch gar nicht angefangen zu lesen. Ich kann euch dazu also gar nichts Neues sagen. Falls ihr wissen wollt, welche Bücher das sind, schaut sehr gerne in meinem letzten Video zur Rache des Sub vorbei. Denn da erfahrt ihr, welche Bücher noch ungelesen sind und demnach auf meiner Leseliste landen. Ich werde vorher wahrscheinlich schon wieder eine neue Folge, die Rache des Sub, hochladen, nämlich irgendwann im April. Dann gucke ich mir die nächsten Neuzugänge an. Aber es wird natürlich auch noch weiterhin diese Update-Videos geben, in denen ihr erfahrt, wie ich gerade so in der Zeit liege, ob es irgendwo knapp wird und was ich von den Büchern halte, die ich da so lese. Es sind natürlich tendenziell einige Abbruchkandidaten dabei. Das liegt in der Natur der Sache. Ich habe zu diesen Neuzugängen ewig nicht gegriffen. Das wird seinen Grund haben. Und manchmal ist da so ein Gefühl, dass es nicht passen könnte, weswegen ich andere Bücher bevorzuge. Und wenn ich jetzt gezwungen bin, sie zu lesen, dann stellt sich das oft als das richtige Gefühl heraus. Ich habe mich nur nicht durchringen können, das vor dieser Challenge einmal anzugehen und mir anzugucken, ob das Buch für mich noch passt oder nicht. Die Challenge zwingt mich dazu und dadurch landen natürlich auch immer mal wieder Bücher auf dem abgebrochenen Stapel, aber sie verlassen meinen Sub und das ist zumindest am Ende für mich die Hauptsache. Und damit freue ich mich jetzt auf eure Kommentare, falls ihr mir etwas sagen möchtet zu meiner Challenge und meinem aktuellen Fortschritt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.